Daniel, du bist, nehme ich an, zum ersten Mal auf der Schnitzelparty 2016 in diesem Jahr, oder wie ist es für dich? Ja, ich bin das erste Mal hier auf der Schnitzelparty und bin quasi eingeladen, weil ich amtierender Mr. Salzburg bin. Und ja, es ist eine große Ehre oder eine gute Freude, dass ich eben da sein darf. Du bist Mr. Salzburg, natürlich geht es darum, dass du super aussiehst, aber geht es vielleicht auch ein bisschen darum, ja, wie man als Mensch ist, also um den Charakter? Ja, also generell bei einer Mr. Show... Ich bin generell zu dieser ganzen Sache gekommen, weil mich mein Vater angemeldet hat für die ganze Sache. Also das war nie so mein Ding. Und man muss schon nicht nur hübsch sein, also man sollte schon was im Kopf haben und sich halbwegs artikulieren können und sprechen können, frei reden können. Aber das wäre gut, wenn ich mit meinen 31 Jahren könnte. Gibt's was, lieber Daniel, was dir persönlich ans Herz geht? Also was für dich vielleicht eine Herzgeschichte ist? Ich weiß es jetzt ein bisschen spontan, aber gibt's irgendwas, was dich vielleicht berührt so im Alltag? Im Alltag, also mein ganzes Leben dreht sich eigentlich ums Fliegen, oder? Also ich habe selbstständig auch eine Firma für Paragliden und so Sachen und ich bin immer schon total luftaddicted gewesen, wenn man das so sagen kann. Und für mich ist halt Freiheit fliegen und das ist meine Herzensangelegenheit. Also wenn ich mit dem Gleitschirm tausende Meter über den Bergen kreisen kann in der Thermik, das ist für mich Freiheit und eine Herzensgeschichte.